Wir erklären euch die Verbindung im Kizomba, weil die ist eminent wichtig, dass ein schöner Tanz entstehen kann. Wir verbinden uns hier oben beim Oberkörper und dass hier ein guter Druck entsteht, sind beide Personen quasi wie bei einem A leicht nach vorne gebeugt ausgerichtet. Der Mann die rechte Hand, hier, nicht da unten, und nicht da oben oder weiter unten, sondern hier. Und mit der linken Hand die Frauenhand umschließen in einem 90-Grad-Winkel vom Körper. Es gibt Leute, die führen da oben oder die Hand aufs Herz. Wir haben die Führung nicht dahinter, sonst bekommt die Frau hier ein Problem bei den Schultern mit der Zeit. Oder die Frau drückt den Mann nicht dahinter, sonst sieht es unnatürlich aus und es gibt einen Schmerz mit der Zeit hier. Die Frau legt die Hand ab auf der rechten Schulter des Mannes und zwar ohne Gewicht. Sonst gibt es eine Instabilität. Und die Füße haben wir irgendwie nicht so und nicht so, sondern schön mehr oder weniger zusammen und nachher sind wir bereit zum Tanzen. Wir tun nicht aneinander klammern, sondern eine wohlige Umarmung. Und was ihr auch machen könnt, ist die Hand zum Anfang tanzen. Schritt, 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 Schritt. Verbindung im Kizomba, auch Tarashinya genannt.